Ladies and Gentlemen, damit herzlich willkommen hier zurück auf Vibe-Kanal und ihr seht schon, heute wird es ultimativ, denn ich werde versuchen, 100 Tage auf dieser tropischen Insel zu überleben. Auf dieser Insel werden uns viele neue Dinge erwarten, wie zum Beispiel Alligatoren, Haie, neue Tiere, neue Herausforderungen. Wir müssen nicht nur essen, wir müssen trinken. Es gibt so viele neue Sachen, es gibt Stürme, es gibt Vulkane, es gibt so vieles zu entdecken, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir fangen an. Oh. Oh, mein Kopf. Wo bin ich gelandet? Wo? Hallo Leute. Herzlich willkommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich hoffe, ihr werdet mich begleiten auf meinem Weg, denn wir sind auf irgendeiner Insel gestrandet und es sieht alles ein bisschen utopisch aus. Alles ist so anders und Leute, schaut mal, das. Da ist eine Krabbe und da drüben ist jemand. Wir sind doch nicht allein auf der Insel, Leute. Lass da mal hingehen. Vielleicht kann der uns helfen. Hallo? Daher? Hallo? Entschuldigung, sag mal, wollen Sie mich... Oh! 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 Hilfe! Oh! Ich wollte doch nur... Oh mein Gott, was... Okay, also anscheinend ist das ein Pirat oder so. Ich glaube, der möchte keinen Kontakt mit mir, aber vielleicht so eine Krabbe hier. Schaut mal, hier sind so kleine Tierchen überall. Und hört ihr auch die Vögel? Also, ich muss sagen, die Insel, die verwundert mich gerade schon ziemlich stark. Lass mal zu dieser Krabbe da gehen. Hi. Oh, sind die nicht niedlich? Guckt euch das an, Leute. Wie süß. Hä? Wie niedlich. Hallo? Okay, tut mir leid. Der möchte anscheinend auch nicht mein Freund werden, Leute. Ich weiß nicht. Meint ihr, ich soll erstmal mir einen Unterschlupf suchen oder so? Weil ich glaube, die Sonne geht da schon so ganz langsam unter. Ich gucke mich mal ein bisschen auf der Insel um, würde ich sagen, Leute. Aber wow, ich bin echt gerade beeindruckt von dieser Insel. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Und also, ihr seht auch unten, Leute, ich habe auch irgendwie Durst bekommen schon so ein bisschen. Was ist das denn? Warte mal, ist das... Ist das... Ist das ein Hai? Du bist ein Hai, Leute. Schnell aus dem Wasser. Okay, also anscheinend gibt es ja auch Haie. Okay, Leute. Ich glaube, ich suche mir jetzt erstmal einen Unterschlupf, wo ich die Nacht verbringen kann, weil ich glaube, die Sonne geht da schon so langsam unter. Ich glaube, hier kann ich auf jeden Fall nicht bleiben am Strand. Erstens wegen diesen komischen Piraten da. Diese Krabben sind auch nicht die freundlichsten. Leute, ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal in den Dschungel rein und schaue, dass ich da vielleicht die erste Nacht verbringen kann. Vielleicht kann ich mich hier unter irgendeinem Baum oder so verstecken. Was ist denn hier? Hier gibt es richtig komische Tiere. Hier ist irgendwie so... Ich weiß nicht, Leute. Ich verbringe jetzt erstmal die Nacht hier. Ich lege mich jetzt hier irgendwo aufs Ohr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns an Tag 2, Leute. Oh. Leute, die erste Nacht war... Ich weiß nicht. Es war schon ziemlich kalt, aber ich bin auch oft aufgewacht, weil es gab immer Geräusche. Und ich dachte immer irgendwie, kommt gleich irgendwie so ein Tiger, der aus der Ecke springt. Und ich habe auch echt ein bisschen Durst und Hunger. Ich glaube... Hä? Was? Hört ihr das auch? Hä? Hier ist irgendwas. Ich habe echt Durst, Leute. Ich glaube, schau mich mal um, dass ich vielleicht irgendwo Wasser finde. Vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir irgendwo Süßwasser. Das wäre natürlich das Beste. Ansonsten ist noch so Affen und so. Hä? Voll niedlich. Schaut mal, einfach ein Affe. Hä? Wie cool ist das denn, Leute? Okay, bevor ich irgendwas mache, schaue ich erstmal, dass ich vielleicht ein bisschen was trinke. Und oh, da ist ein Black Panda, Leute. Oh, das ist gar nicht gut. Oh nein. Ich hoffe, der greift mich nicht an, Leute. Okay, das sieht gut aus. Schnell weg. Wenn der hungrig ist, wäre es keine so gute Idee, in seiner Nähe zu sein, Leute. Wenn wir Glück haben, ist es Süßwasser. Und dann können wir da vielleicht was trinken. Weil ich sage euch ehrlich, ich habe echt Durst, Leute. Ihr seht es ja unten. Meint, ich kann das trinken? Ich weiß nicht. Ich habe langsam echt Durst, ja. Soll ich jetzt einfach das Wasser hier aus dem Meer probieren, oder? Kommt. Oh, das war ganz okay. Es hat was gebracht, also. Ich habe jetzt nicht mehr so großen Durst, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gesund ist. Hier ist auch ein Schaf, Leute. Ich muss das Schaf leider töten. Ich brauche Essen. Es tut mir leid, Schaf. Es tut mir leid, aber ich brauche Essen. Okay, okay, Leute. Dann baue ich aber schon ein bisschen Erde ab vielleicht. Wird wir uns vielleicht gleich schon mal wenigstens so einen kleinen Unterschlupf bauen können. Ihr seht, ich habe echt langsam großen Hunger. Aber vielleicht trinken wir erstmal noch was, Leute. Oh nein, das Wasser war, glaube ich, jetzt nicht so gesund. Schaut mal, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen vergiftet oder so. Also ich glaube, ihr seht schon, wir sollten nicht zu viel von diesem Meerwasser da trinken. So, Leute, ich habe jetzt einfach mal so random ein paar Sachen abgebaut. Ein bisschen Kies und so. Und so, aber ich brauche eigentlich noch ein bisschen Holz. Das Ding ist halt... Ja, perfekt. Also ihr seht, Leute, mit der Hand kann ich kein Holz abbauen. Ich mache schon wieder irgendwas ganz komische Geräusche. Also ich brauche erstmal ein bisschen mehr Leben wieder. Ich hier Holz abbauen kann. Das heißt, wir müssen erstmal am besten irgendwie was essen oder so. Weil sonst sterbe ich hier halt direkt. Das wäre halt nicht so cool, Leute. Ja, die Frage ist, wo kriege ich jetzt schnell Essen her? Ich könnte halt schauen, dass ich eventuell irgendwie vielleicht noch irgendwie ein Schaf oder irgendwas finde oder... Gott, ich krieg echt Angst, wenn hier immer irgendwas... Warte mal, hier ist so ein komischer Moskito. Meint ihr, ich kann den...
Oh nein, Digga, das war keine so gute Idee. Man meinte, ich finde immer noch ein Tier, weil ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Oder wir braten halt das Fleisch, aber da brauchen wir erstmal Stein für. Dafür brauchen wir also einen Ofen. Und hör mal, hier ist was. Da ist... Okay, ich darf auf jeden Fall nicht den Stein treffen, sonst kriege ich selber Schaden. Ich habe nur noch zwei Herzen, Leute. Mein Herzschlag ist richtig hoch, hört ihr das? Ah, das ist gar nicht gut, okay. Ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt irgendwie, ja, irgendwas zu essen finde. Weil sonst bin ich halt am Arsch, Leute, so, ne? Ich habe nur noch zwei Herzen, ich darf auf keinen Fall sterben. Ich brauche irgendwie was zu essen. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier nach oben, Leute, und dann schaue ich mal, ob ich da vielleicht was zu essen finde. So, Leute, ich habe jetzt hier ein paar Melonen gefunden, habe jetzt eben schon ein paar gegessen davon. Ihr seht, jetzt geht's meiner Regeneration auch schon ein bisschen besser. Also ich habe jetzt wieder ein paar Herzen dazu bekommen. Ich nehme vielleicht die Melone auch noch mit. Und ich darf auch nicht zu viel abbauen. Ihr seht, sonst kriege ich wieder Schaden hier auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn wir gleich ein bisschen mehr Herzen haben, sollten wir es vielleicht schaffen, schon mal das erste Holz abzubauen. Und jetzt sagt nicht, es kommt hier irgendein Sturm. Seht ihr das, Leute? Jetzt kommt schon irgendwie so ein Sturm oder es regnet oder so. Es gefällt mir gar nicht. Okay, wir haben jetzt gleich volle Regeneration. Ich hoffe jetzt mal, dass wir wenigstens so einen Baumstamm schaffen, Leute. Okay. 3, 2, 1. Komm schon, komm schon. Bitte nicht sterben. Oh, wir haben einen Baumstamm, Leute. Okay, das ist ja sehr wichtig. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder hier runter. Und dann baue ich uns direkt schon mal ein Crafting-Table jetzt hier. So, ich bin jetzt hier wieder so ein bisschen im Dschungel, Leute. Da ist wieder irgendein schwarzer Panther, vor dem habe ich immer noch ein bisschen Angst. Deswegen laufen wir da einfach mal ganz gekonnt dran vorbei. Und jetzt hier mitten durch den Dschungel durch, ne? Eieieiei. Okay, aber ich muss erstmal jetzt irgendwo wie so ein kleines Lager mehr aufbauen, Leute. Wir machen das einfach am besten hier ein bisschen, wo es nicht so viel durchregnet. Es wird auf jeden Fall auch ein bisschen so Regen geschwitzt. Da läuft auch ein Affe rum. Es tut mir echt leid, aber ich brauche ein bisschen Essen. Es tut mir leid, Affe. Ich brauche Essen. Bitte nimm mir das nicht übel. Ich brauche Essen, ne? Komm schon. Mann, der gibt dir zu essen, Leute. Ja. Okay, Leute, der hat mir großes Buschfleisch gegeben. Vielleicht kann man das essen, aber ich habe auch gerade wieder mächtig gewaltig Durst. Aber egal, ich muss jetzt hier irgendwo mein Lager erstmal aufschlagen, Leute. Ich trabe jetzt ein bisschen durch den Dschungel. Wir haben ein bisschen freie Fläche. Komm, wir machen uns jetzt einfach mal hier schon mal den Crafting-Table. Zack, okay. Und dann müssen wir eigentlich gucken, dass wir jetzt gleich schon Steine abbauen, damit wir uns einen Ofen bauen können, damit wir das Fleisch auch braten können. Ich wollte hier nochmal ein Holz ab. 3, 2, 1, komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh mein Gott, war das close. So, und dann, zack, wir brauchen, ah, nein, wir brauchen noch ein Holz. Wir haben, für eine Holzaxt brauchen wir noch ein Holz. Ah, meint ihr, wir schaffen das abzubauen? Ich glaube, wir haben da ein bisschen zu wenig HP für. Wir müssen noch kurz ein bisschen regenerieren, ehe wir das nächste Holz abbauen können, Leute. Okay, komm jetzt, zieh durch. Ah, wichtig, okay, brauchen wir uns direkt mal eine Holzaxt. Sehr wichtig, okay, weil jetzt können wir uns auch hier problemlos direkt Holz abbauen. Und jetzt, meine Freunde, ist alles viel, viel leichter, denn jetzt haben wir schon mal Holz und Holz bringt uns um einiges weiter. Also bisher war alles sehr, sehr schwierig, aber glaub mir, das verändert gerade alles. Also diese Holzaxt verändert gerade wirklich sehr, sehr vieles. Also ich war lange nicht mehr so froh darauf, Holz abzubauen, Leute. Ich sage euch das ganz offen und ehrlich. Dieses Holz macht mir gerade vieles leichter, aber ich brauche auf jeden Fall mal schnell wieder was zu trinken, weil ich ertrink nämlich hier sonst so. Ertrinken, was heißt ertrinken? Ich verdurste eher gesagt. Vielleicht deswegen laufe ich einmal schnell zurück zum Meer und guck, dass ich da was trinke. Ansonsten, hier ist noch irgendein Vogel. Den können wir vielleicht sogar töten für ein bisschen Essen, aber jetzt fliegt der davon. Das ist ein Adler oder was? Okay, der hat uns auch irgendwas getroppt. Eine Feder und Vogelfleisch. Aber jetzt schnurstracks zum Meer unbedingt was trinken. Oh mein Gott. Ich habe nur noch zwei Durstbalken. Das ist gar nicht gut, Leute. Jetzt ganz schnell zurück zum Wasser, damit wir hier schnell was trinken. Ansonsten vielleicht noch den... Das ist ein Koala-Bär. Es tut mir echt leid, aber ich brauche Essen. Es tut mir wirklich leid. Aber wir haben keine Leben mehr, wir haben kein Trinken mehr, wir haben nichts mehr. Deswegen ganz schnell zum Wasser. Panda, bitte beachte mich nicht. Oh nein, oh mein Gott, ich habe schon, der greift mich jetzt an. Aber egal, jetzt erstmal kurz was essen, damit wir hier wieder Leben regenerieren. Und kurz was trinken auf jeden Fall. Trinken ist ganz wichtig jetzt, Leute. Ah, okay. Ansonsten, da schwimmen auch so Tentakel-Dinger rum. Vielleicht können wir auch mal einen davon killen. Vielleicht gibt er ja auch ein bisschen was zu essen. Oh oh. Oh, oh nein, der hat mich ins Gesicht gespuckt. Oh, das war nicht gut. Okay, egal, Leute. Wir müssen jetzt erstmal schnell Steine haben, damit wir uns einen Ofen bauen können. Deshalb sage ich, machen wir kurz ein Crafting-Table wieder mal kurz hin hier. Einfach zack. Und bauen hier kurz nochmal eine Holzspitzhacke. Und dann bauen wir hier direkt das erste Stein ab. Ey, ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, hier auch endlich Stein zu haben. Das macht so vieles leichter. Oh mein Gott. Wir haben es endlich, Leute. Wir sind endlich an Stein rangekommen. Und das macht uns halt wirklich um vieles leichter, weil jetzt können wir endlich anfangen, Steintools zu craften, ein Schwert zu bauen. Alles das, was wir eigentlich schon lange gebraucht hätten. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ansonsten, wenn euch es gefällt hier mit der Insel, Leute, und ihr vielleicht noch ein paar 2 seht,
sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß gar nicht, bei welchem Tag wir sind. Wir sind, glaube ich, mit aktuell schon ein paar Tag 3 oder 4 sogar. Also das ist ja alles relativ schnell gecuttet. Ihr seht ja nicht jeden Tag immer. Aber okay, haben jetzt schon mal ein bisschen Stein. Und jetzt machen wir auch direkt mal einen Ofen, Leute. Und bevor wir den jetzt aber irgendwo aufbauen, will ich mich erstmal irgendwo kurz so in, ja, in die Erde, sage ich mal, oder ins Stein reingraben. Damit wir schon mal wie so ein kleines Haus haben. Deswegen hätte ich gesagt, Leute, bauen wir uns einfach hier so eine kleine, ganz kleine Höhle einfach kurz rein. Damit wir schon mal vor irgendwelchen Piraten, Bären oder für irgendwelchen Löwen oder Naturwetterkatastrophen davon geschützt sind. Weil hier kann es auch Tornados und so geben, Leute. Ansonsten, deswegen gucke ich mal, dass wir hier vielleicht uns eine kleine Höhle reinbauen. Erstmal für den Anfang. So, okay, ich denke, für den Anfang sollte das erstmal reichen. Dann können wir hier schon mal einen Ofen reinmachen und ein Crafting-Table. Dann mache ich hier einmal schon ganz kurz Holzkohle auf jeden Fall. Und dann braten wir direkt schon mal das erste Essen, weil ich habe echt Hunger. Und ansonsten, irgendein Tier schreit hier die ganze Zeit. Wir müssen eigentlich auch noch ein paar Schafe bekommen, damit wir auch die Nacht immer durchschlafen können. Weil ich habe die letzten Nächte entweder halt einfach gewartet, bis es wieder hell wird. Oder ich war auf der Suche nach Melonen oder nach irgendwas zu essen halt. Deswegen, es wird nämlich schon langsam wieder dunkel. Ihr seht, die Sonne geht schon langsam wieder unter. Das heißt, wir müssen uns eigentlich echt beeilen und gucken, dass wir hier zeitnah, ja, ein Bett bekommen. So, okay, Holzkohle ist fertig. Deswegen schon direkt mal hier das Hammelfleisch braten und danach auf jeden Fall auch das Buschfleisch. Ansonsten mache ich auch hier direkt mal neues Holz. Und dann baue ich auch direkt schon mal hier die ersten Steintools. Also eine Schaufel, eine Axt auf jeden Fall. Zack. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein Schwert, damit wir die Tiere leichter killen können. Und natürlich auch hier nicht zu vergessen, eine Steinspitzhacke. Jetzt haben wir schon mal Steintools und das macht wirklich alles leichter. Ansonsten auch hier, Essen wird gebraten. Endlich was Vernünftiges zu essen schon mal. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, Leute, die nächste Nacht werde ich wahrscheinlich nochmal einfach warten müssen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich am nächsten Tag, meine Freunde. Ich mache jetzt hier zu. Bis morgen. Oh. Okay, Leute, der nächste Tag. Ich guck mal. Und ja, es ist wieder hell geworden, so langsam. Sehr gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir schon mal ganz kurz unser kleines Haus beziehungsweise unser Lager schon mal ein bisschen aus hier. Das heißt, ich baue hier schon mal ein bisschen größer. Baue auch nicht nur 2 Blöcke hoch, sondern 3 Blöcke, weil ich will nicht jedes Mal mit meinem Kopf hier anstoßen, ne? Deswegen baue ich hier schon mal ein bisschen höher und ich bringe gleich dieses Tier da draußen um, was die ganze Zeit so rumschreit. Das macht mich so nervig. Die ganze Nacht hat es auch rumgebrüllt. Was auch immer das ist, dieses Tier wird nicht mehr lange existieren. So, wer will hier rumschreien, hä? Wer schreit hier um? Ein Elefant oder was ist es hier? Das ist ein Nashorn. Ich komme mir froh, ist ja mal ein bisschen hier nach oben. Lol, mit einem Schwertschlag einfach. Perfekt. Und das hat auch hier ein großes Fleisch mir gedroppt. Und ich sehe auch gerade, ich glaube, so ein Vogelfleisch gibt uns so einen halben Hungerbalken, kann das sein? Oh mein Gott. Ja, wir müssen es auf jeden Fall braten, weil so bringt es nicht allzu viel. Okay, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier zurück und baue hier schon mal eine kleine Fackel rein, damit wir hier schon mal ein bisschen ausgeleuchtet haben. Deswegen mache ich schon mal einmal hier davor und auch hier rein eine Fackel, damit wir hier auch immer alles beleuchtet haben. So, okay, sehr gut. Das hätten wir. Okay, Leute, dann würde ich sagen, verlassen wir schon mal unser kleines Revier und gehen auf die Suche nach, ja, nach weiteren Sachen. Wir erkunden die Insel auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich baue auf jeden Fall auch noch jetzt um einiges an Holz ab, weil, ja, ich bin endlich froh, jetzt hier Steintools zu haben. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch hier, ja, ordentlich Holz abbauen. Deswegen würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer in den Dschungel rein. Wobei, da ist ein Panther. Soll ich mich wagen, gegen den Panther zu kämpfen? Komm. Ja, komm her, Panda. Oh Gott, der will Stress. Der will Stress jetzt. Oh, das war keine so gute Idee. Ein Herz habe ich nur noch. Ach du je, schnell was essen. Oh mein Gott. Das hätte so in die Hose gehen können. Aber okay, Leute. Wir haben jetzt schon 4 Pelz. Ich weiß nicht, was man mit Pelz machen kann, aber wir können auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht kann man mit Pelz ja auch wie so eine Art Rüstung bauen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Okay, ansonsten von Pandas. So Black Pandas halte ich mich erstmal fern. Ich laufe jetzt erst ein bisschen tiefer in den Dschungel rein, erkund alles ein bisschen. Weil unterwegs das ein oder andere Holz noch ab. Hier. Ganz wichtig, Holz immer mitnehmen, weil ich glaube, Holz ist hier das A und O. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade so Holz so richtig, ich schätze Holz jetzt richtig, weil am Anfang, es hat mir alles so schwer gemacht ohne Holz. Und irgendwie, Holz macht mir gerade alles so viel leichter. Und ihr seht mal, wie tief die Wurzeln hier reingehen. Guckt euch das an, einfach so richtig tiefe Wurzeln auch hier. Sehr, sehr krass gemacht. Okay, so, also da baue ich erstmal hier einiges an Holz ab. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, okay, ich habe jetzt so 40 Holz, sollte erstmal für den Anfang reichen, Leute. Ich laufe jetzt hier ein bisschen weiter in den Dschungel rein in der Hoffnung, dass ich meine, ja, mein kleines Häuschen nicht verliere. Wir können vielleicht schauen, dass wir uns mal in einen kleinen Berg reingraben und vielleicht der ein oder anderen, ja, ich will jetzt nicht Diamanten sagen, aber vielleicht Eisen. Eisen würde es für den Anfang vielleicht auch machen. Ich glaube, Eisen wäre auch ganz cool für den Anfang, Leute. Wenn wir da ein bisschen was finden, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten nach wie vor natürlich auch nach Essen schauen, weil Essen ist auch das A und O, Leute. Ich weiß noch nicht, also die Insel ist echt groß. Also es gibt noch so viele Nebeninseln hier auch.
Es gibt so viel Holz. Ich baue vielleicht auch gleich mal hier ein bisschen Weizen ab oder ein bisschen Gras, dass wir vielleicht ein bisschen Weizen uns anbauen können. Ansonsten vielleicht auch hier ein bisschen Sand abbauen für Glas, weil ich will ja eigentlich am Ende des Tages auch irgendwann nicht nur in einer Höhle leben, sondern mir ein richtiges Haus bauen. Deswegen baue ich jetzt hier schon mal ein bisschen Sand ab. Ich meine, kann eigentlich an sich nie schaden. So, zack, sehr gut, hätten wir das. Also die Insel ist echt riesengroß, aber mir gefällt es. Es ist echt sehr, 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 sehr tropisch hier. Auch hier, wie schön alles aussieht. Aber ich glaube, ich bewege mich mal Richtung diesem Berg da, weil vielleicht finden wir ja da ja ein bisschen Eisen. Ansonsten, da ist noch eine Krabbe. Meint ihr, die geben mir vielleicht auch ein bisschen Fleisch, weil dann gucke ich mal, dass ich vielleicht so eine Krabbe hier töte. Okay, droppt mir jetzt aber nichts Besonderes. Das ist ein bisschen schade jetzt. Okay. Also ich glaube, Essen ist hier echt sehr, sehr wichtig, Leute. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht so eine Fliege irgendwas gibt. Außer XP. Ja, das war klar. Okay. Dann begebe ich mich jetzt mal hier Richtung Hügel, Leute. Und dann schaue ich mal, dass wir da vielleicht ein bisschen Stein oder ein bisschen Eisen oder vielleicht auch Kohle finden. Okay, da oben ist jetzt gerade noch hier so ein Bär. Vielleicht droppt der uns ja ein bisschen Fleisch. Das wäre nicht schlecht. So, tut mir echt leid, aber ich brauche wirklich jedes Essen, was ich finden kann. Und Gott sei Dank, der hat uns ein bisschen Fleisch gedroppt schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt weiter nach oben und schauen mal, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was finden. Da ist einfach ein Elefant. Schaut mal. Meint ihr, der gibt viel Fleisch? Ich hoffe, der prickt mich jetzt nicht direkt um hier. Okay, das wird so nix. Oh, oh. Ich glaube, der ist jetzt wütend, Leute. Das war nicht so gut. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tschüss. Digga, der hat ja richtig ernst gemacht. Digga, oh mein Gott. Zwei Herzen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil ich habe auch kein Essen mit. Ah, das ist nicht gut, Leute. Ah, ich glaube, wir müssen erstmal schnell zurück zu unserem Haus und uns kurz was zu essen braten. Digga, Leute. Oh nein. Schafe, wichtig. Die brauchen wir für ein Bett, aber ich muss schnell was trinken. Schaut mal, ich habe nur noch einen Durstbalken. Deswegen, wir haben auch nur noch zwei Herzen. Erstmal schnell was trinken, Leute. Oh mein Gott. Alter, okay. Und jetzt vielleicht die Schafe noch schnell töten. Das ist jetzt großer Zufall. Die sind direkt vor unserem Haus eigentlich. Das ist sehr wichtig, weil dann können wir direkt schon mal ein Bett bauen. Okay. Eine Wolle. Aber wir brauchen, ich glaube, zwei weiße Wolle. Hier war aber, glaube ich, noch ein Schaf irgendwo. Hier ist noch eins. Sehr gut. Okay, Leute. Und jetzt erstmal schnell zurück in unser Haus hier. Das haben wir gerade so geschafft. Boah, okay. Dann würde ich sagen, baue mich hier auch erstmal wieder zu. Und dann erstmal hier ganz schnell nochmal ein bisschen Holzkohle machen. Und schnell gleich was zu essen braten. Und natürlich auch erstmal hier im Bett bauen, damit wir die Nacht durchschlafen können, Leute. Das macht auch so vieles leichter, damit wir hier nicht mehr die Nacht immer wach bleiben müssen. Das heißt, ich lege mich jetzt hin. Ist dann auch schon draußen. Wir schlafen jetzt die erste Nacht. Boah, sehr gut, okay. Holzkohle ist auch fertig. Sehr gut. Und dann braten wir direkt das Fleisch mal an. Oh Gott, ich war so dumm. Oh mein, ich bin so dumm. Ich wollte es gerade abbauen mit der Hand. Eieiei. Jetzt ist auch wieder hell draußen. Sehr gut. Okay, wir brauchen jetzt schnell was zu essen hier. Eieiei. Also ihr merkt, es ist alles nicht so einfach, Leute. Aber es gefällt mir. Es macht sehr viel Spaß, weil es ist mal was anderes auf jeden Fall. So, okay. Auch hier das nächste Fleisch. Okay, sehr gut. Gut, dann würde ich sogar fast sagen, fangen wir mal an, hier vielleicht unsere kleine Höhle ein bisschen auszubessern. Und zwar habe ich daran gedacht, dass wir hier einmal zur Seite rausgraben und da so ein paar kleine Fenster reinmachen, damit hier auch tagsüber ein bisschen Licht reinkommt. Genau, so, das heißt, ich baue nämlich hier so ein bisschen auf, damit wir hier so ein kleines Fenster reinbauen können. So, zack. Also ich baue so ein halbes Höhlenhaus, sage ich mal. Es wird so zur Hälfte eine kleine Höhle und zur Hälfte so ein kleines Haus. So eine Mischung ist eigentlich ganz cool, bin ich der Meinung. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen, das ist nicht so cool, aber egal. Dann hätten wir das schon mal. Tausche ich nämlich das hier auch schon mal hier mit Holz aus und mache jetzt hier auch gleich schon mal neue Holzkohle, damit wir gleich schon mal Sand machen können. So, ansonsten hätte ich gesagt, bauen wir auch vielleicht hier schon mal unsere Höhle ein bisschen größer. So, genau. Jetzt fängt es doch an mit Regnen. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sonst, ihr seht doch, man kann auch tatsächlich, also desto kälter es ist, desto wärmer es draußen ist, desto schneller verdurstet man auch. Deswegen ist vielleicht mal so ein Regen ganz gut, der alles ein bisschen kühler macht. So, und jetzt auf jeden Fall hier auch das erste Glas anfangen zu braten. Sehr gut. Dann baue ich mal hier noch ein bisschen weiter und mache vielleicht auch hier direkt noch nächste Fackel hin. Ansonsten, ich hoffe auch, dass hier jetzt kein Tsunami oder irgendwas kommt oder ein Tornado, weil das kann echt alles passieren. Wenn jetzt hier ein Tsunami kommt, dann überschwemmt der unser Haushalt. Das wäre halt nicht so cool. Aber okay. Hier, das ist für den Anfang, denke ich, erstmal ganz gut hier. Okay, ich baue jetzt einfach mal hier so ein bisschen Freestyle. So, dann baue ich hier noch ein bisschen tiefer. So, genau. Brate ich hier gleich noch ein bisschen Fleisch an. Und ich muss mal gucken. Wir müssten, glaube ich, eigentlich auch Glasscheiben jetzt machen können. Genau. Und dann machen wir nämlich jetzt hier so ein paar Glasscheiben rein. Ja, doch, das sieht schon um einiges besser aus, auf jeden Fall. Gefällt mir von außen so ein kleines, ja, tropisches Haus hier. Das sieht doch eigentlich ganz cool schon mal aus für den Anfang. Hier einen kleinen Weg können wir nach oben
bauen, auch mit Erde so. Ne, das ist doch ganz cool eigentlich. Das ist doch gar nicht mal so schlecht für einen Anfang, denke ich. Okay, sehr gut. Eine Tür wäre an sich auch nicht schlecht. Ich guck mal, dass wir vielleicht eine Tür bauen. Genau, dann bauen wir schon mal eine Tür. Haben wir doch schon mal so mehr oder weniger unser erstes Haus, Leute. Das war schon mal sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen mehr ausleuchten hier. Also hier vielleicht noch so eine oder andere Fackel reinmachen. Und dann, denke ich, ist unser Haus für den Anfang schon mal ganz gut eigentlich. Ja, doch, gefällt mir. Ist relativ gemütlich für den Anfang. Ist klein, aber fein. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier auch noch Stein hin. Holz meine ich. Hier vielleicht so ein Holzstein, der das Ganze so ein bisschen stützt mäßig. Ja, also ich denke, für den Anfang ist unser kleines Haus okay. Ansonsten, ich brate mal. Okay, so viel mehr Essen habe ich jetzt gerade gar nicht, sehe ich. Okay, aber ich baue uns schon mal so eine kleine Truhe jetzt auch, dass wir schon mal unsere Sachen ein bisschen lagern können, falls wir sterben sollten, was durchaus passieren kann, damit nicht alles verloren geht. Deswegen mache ich uns mal hier so eine Truhe hin und mache hier so mal alle wichtigen Sachen erstmal rein. So, hier genau. Zack, 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 zack. So, genau, perfekt. Okay, ansonsten, ich weiß nicht, von außen können wir vielleicht den Eingang noch ein bisschen dekorieren, hätte ich gesagt. Das machen wir vielleicht mal noch. Hier einfach so einen Holzstamm hin. So, und dann sieht das Ganze doch schon mal, ja, ein bisschen gemütlicher aus, sage ich mal. Hier sind deine Treppe nach oben. Ist vielleicht ganz cool hier. Also, ich mag das, wenn alles so ein bisschen verbaut ist. Ich denke, jetzt ist für den Anfang ganz cool. Und ansonsten, Digga, ist das jetzt hier ein Sturm oder was? Das ist der erste Sturm, der hier kommt, Leute. Ich kann nämlich irgendwie nicht so gut laufen gerade. Digga, ah, hallo, Bro. Ich werde weggedrückt. Digga, oh mein Gott, Leute. Alter, oh mein Gott. Ja, okay, ab hier geht's wieder, glaube, oder? Oh mein Gott. Einfach der erste Sturm, der wollte mich schon so ein bisschen ins Wasser reinschieben. Okay, ich geh jetzt erstmal hier wieder rein ins Haus. Ja, also ich denke, für den Anfang ist es schon mal ganz gut. Was für Essen ist das? Wir brauchen halt eigentlich ein bisschen Essen, Leute. Ich guck mal, dass der Sturm hier ein bisschen aufhört. Und dann gehen wir mal auf der Suche nach ein bisschen was zu essen, hätte ich gesagt. So, ansonsten, ich will mal gucken mit diesem Pelz. Was kann ich mit diesem Pelz jetzt eigentlich machen? Gibt's da... Ah, lol, man kann sich so eine Rüstung daraus bauen. Das ist ja nice. Kann ich mir da eigentlich so Schuhe bauen? Lol, ich kann mir so Pelzstiefel bauen. Unser erstes Rüstungsteil, Leute. Hey, voll nice. Der Sturm hat aufgehört. Ich traue mich jetzt mal wieder ein bisschen in den Dschungel rein. Ich trinke vielleicht vorher noch was. Und dann, ja, würde ich sagen, erkunden wir die Insel ein bisschen. Weil ansonsten sind das hier Haie wieder. Das sind einfach Haie. Tschüss. Digga, vielleicht droppen die was Krasses. Ich versuche die mal umzubringen hier, wenn die so am Riff hier so nah dran schwimmen. Digga, der hat echt viel Leben, der hier, der Große. Aber okay, den haben wir. Die haben ja irgendwas getroppt hier. Was ist denn das? Sharktief, lol. Krass, okay, den behalte ich mir mal. So, wieder ein bisschen was trinken. Ansonsten, da ist ein kleiner Fisch. Vielleicht droppt er ja was zu essen, Leute. Ich brauche halt ein bisschen was zu essen. Sehr gut. Oh nein, bin vergiftet. Die Qualle hat mich vergiftet, Leute. Oh nein. Oh nein. Okay, es wird zwar langsam schon so wieder so ein bisschen dunkel, aber ich glaube, ich baue mal noch ein bisschen Holz ab hier, weil ich habe nicht mehr allzu viel Holz, deswegen baue ich noch ein bisschen Holz jetzt hier ab. So, würde ich sagen, über die Nacht bauen wir uns ein bisschen runter in die Erde, gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen Eisen oder so finden und dann möchte ich eigentlich heute noch diesen Berg da besteigen und gucken, was es auf dem Berg noch so zu entdecken gibt. Schauen wir mal weiter, hätte ich gesagt. Theon, es ist auch hier am Donnern, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Oh mein Gott, meine Ohren werden hier weggedröhnt von diesem Donner. Holy moly. Die Blätter auch hier rumfliegen, ne? Voll cool gemacht. Eieieiei. Digga, auf einmal ist hier so eine komische Libelle. Aber ich würde eigentlich noch gern irgendwo was zu essen mitnehmen, bevor ich jetzt gleich wieder zurück ins Haus gehe. Ist hier vielleicht noch irgendein Tier oder so? Digga, was macht diese komischen Geräusche hier? Holy moly. Aber ich glaube, hier ist gerade nichts mehr draußen. Ja, Leute, hier ist, glaube ich, nichts mehr, was wir töten könnten, was wir vielleicht zur Not essen könnten noch. Okay, dann würde ich sagen, wir geben uns mal langsam zurück. Wobei, da ist noch... Was ist das denn? Ein Panda? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Oh. Okay, das will ich mal noch nicht anfassen, weil ich weiß nicht, was das ist, Leute. Ja, das ist überall auf einmal. Was ist das? Sind das Riesenfledermäuse? Die machen, glaube ich, nicht mal was. Aber droppen die was? Nee, ne? Okay, also keine Ahnung, was das ist, Leute. Es kommt anscheinend im Dunkeln raus. Ah, oh, oh, oh. Jetzt auf einmal. Okay, bin auf einmal auch voll langsam. Ja, warum bin ich auf einmal so langsam? Okay, dann würde ich sagen, Leute, legen wir uns erstmal schlafen. Weil in der Nacht, da kommen ganz komische Tiere, deswegen. Der nächste Tag. Und ich schau mal, was wir mit unseren Shark-Thieves machen können. Wir können uns so ein Shark-Sword bauen. Leute, das können wir uns sogar bauen. Wartet mal. Das macht mehr Schaden als unser Steinschwert. Lol, hey, voll geil. Ja, das ist nice. Okay, das ist gut. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Essen erstmal was hier. Wir haben nicht mehr so viel Herzen hier. Trinken vielleicht noch was und dann laufen wir jetzt gleich mal hoch auf den Berg. So, zack. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal den Berg da oben zu besteigen, Leute. Weil ich bin echt gespannt, was sich da oben auf dem Berg versteckt. Wir gucken da einfach mal. Ansonsten, ah, eine süß, einfach eine Schnecke. Das ist ja voll süß. Und da war die Schnecke weg.
Ich komme auch echt nur bei Regen raus anscheinend. Das ist ja richtig cool gemacht. Okay, ich guck mal, dass ich jetzt erstmal irgendwie hoch auf den Berg komme. Da oben ist noch so ein Black Panther. Den können wir vielleicht noch erlegen jetzt mit unserer Rüstung, mit unserem Schwert. Kann ich ja vielleicht hier so einen Block über ihn bauen noch. Oh, der greift mich jetzt an noch auf einmal. Der ist auf Stress aus, so wie es aussieht. Oh mein Gott. Der ist richtig auf Stress aus, Leute. Oh mein Gott. Digga, bin ich tot? Ich bin tot, 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 ich bin tot. Digga, oh mein Gott. Junge, wie viel Schaden der macht. Mit diesem Pandas ist echt nicht zu spaßen, ne? Holy moly. Digga, oh mein Gott. Junge, was ein Fight. Ich dachte schon, das ist unser erster Tod, ne? Das wäre gar nicht cool gewesen. Holy moly. Okay, da unten, ist das ein Löwe? Oh mein Gott, da ist ein Löwe. Okay, mit dem Löwe lege ich mich nicht an, Leute. Ich lege mich mit allem an, aber nicht mit dem Löwen. Ich sage euch, ein Löwe, der beißt mir einmal in den Kopf rein oder in den Hals an das Ende im Gelände. Da lege ich mich nicht mit an. Das ist mir zu heavy, aber krass. Also, tschüss. Oh, wie süß. Ein Panda. Aber der, warum guckt er mich so böse an? Ey, der ist doch lieb, oder? Ist der lieb? Ich weiß nicht. Oh, der ist nicht lieb. Der ist nicht lieb. Der ist gar... Digga. Und da ist... Da ist eine Kuh. Nee, eine Ziege. Lol. Also ich merke schon hier oben auf dem Berg einige lustige Tiere. Wir müssen echt aufpassen. Wir haben schon wieder kein Essen mehr. Und kein einziges Tier hat uns Essen gedroppt. Ist nicht so gut. Da unten ist noch eins. Ein Pferd. Wenn wir Glück haben... Ich glaube, das Pferd uns vielleicht was. Okay. Auch nur Leder hat es getroppt, leider. Okay. Boah, aber hier ist an sich auch schön, ne? Ist eine schöne Gegend trotzdem hier oben. Gefällt mir sehr. Ich guck mal. Digga, diese Insel ist echt so riesig, ne? Holy moly, was ist das da unten? Einfach ein Papagei. Boah, krass. Guckt euch auch diesen riesen Baum da mal an. Da müsste man eigentlich irgendwann mal so ein Baumhaus drauf bauen, Leute. Eieieiei. Ich grabe mich dann gleich mal ins Gestein rein, weil ich würde echt eigentlich gerne mal Eisen finden. Ansonsten, was ist das hier unten jetzt für ein Tier? Da ist auch noch irgendwas. Irgendeine Echse, aber das hat wenigstens was zu essen gedroppt. Das war schon mal sehr gut. Da unten ist auch noch was. Vielleicht droppen die Affen uns ja ein bisschen was. Aber ich habe echt nicht mehr so viel Leben, ne? Das ist nicht gut. Ich hoffe, das ist ein Uhu. Digga, ich habe schon wieder fast kein Leben mehr hier, ne? Warum auch immer. Ich darf jetzt eigentlich echt nicht sterben. Okay, droppt der was zu essen? Nee, leider nicht. Hier droppt der uns vielleicht was zu essen, der Affe? Auch nicht. Ja, schade. Ich geh erstmal zurück ins Haus und brate erstmal wieder kurz was zu essen, ne? Also, Leute, also ich glaube, Essen ist ja echt das Akte unser größtes Problem, so wie es aussieht. Ist echt krass. Wir haben noch einen Fisch, haben wir noch, und diese Keule hier. Machen wir das, dann machen wir den Fisch und dann graben wir uns auch mal hier so eine kleine Höhle nach unten. Weil, ich sage euch ehrlich, ich brauche echt eigentlich an sich mal ein bisschen Kohle oder sowas oder Eisen oder so. Deswegen graben wir uns einfach mal hier ein bisschen nach unten, ne? Und gucken einfach mal, dass wir da vielleicht, wenn wir Glück haben, ein bisschen Eisen oder ein bisschen Kohle finden. Das wäre ganz gut. Okay, unsere Spitzhacke ist kaputt. Wir haben noch ein anderthalbes Leben. Das heißt, ich esse schon mal das gebratene Fleisch. So, und wir brauchen auch eine neue Spitzhacke, Leute. Es ist echt alles nicht so einfach. Trinken müssen wir auch wieder. Digga, ich fasse es nicht. Boah, hier gehe ich erstmal schnell was trinken, Leute. Hier hätte ich gesagt. Sonst davon ist noch eine Krabbe. Da drüben ist auch eine riesengroße Insel. Die müssen wir eigentlich auch mal erkunden gehen. Boah. Also ich würde sagen, wir laufen jetzt gleich nochmal darüber auf den Berg, beziehungsweise straight durch den Dschungel und dann rüber auf den Berg hoch. Wir erkunden mal da noch ein bisschen, vielleicht gibt es da ja auch noch ein bisschen was zu entdecken. So, aber ich würde eigentlich gern noch ganz kurz mir einmal eine Treppe bauen, weil ich hier gerne einen kleinen Weg nach oben bauen wollte. Das heißt, ich baue hier einfach mal kurz so ein paar Treppen hin. So, genau. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann können wir vielleicht, was vielleicht auch noch ganz cool aussehen würde, ist, wenn wir vielleicht noch so einen Zaun dahin machen. Deswegen gucke ich mal nach einem Zaun, weil das sieht vielleicht ganz lustig aus, wenn wir hier noch so einen Zaun hin machen. Ja, doch. Sieht alles so ein bisschen verbaut, so ein bisschen, halt einfach ein bisschen so wie so ein Survival-Haushalt. Gefällt mir eigentlich so von der Bauart, wie ich das gebaut habe. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas feiert. Sowas, was einfach so ein bisschen random alles aussieht, weil ich feiere das einfach, wenn sowas alles ein bisschen... Es muss beim Bau nicht immer alles Sinn ergeben. Es muss nicht immer alles symmetrisch sein. Das will ich damit sagen. Ansonsten, was habe ich denn hier gemacht? Eieiei, habe ich aber richtig reingemogelt, was die Treppen angeht. Uiuiui. Was ich meine, beim Bauen muss nicht immer alles Sinn machen, Leute. Manchmal kann es auch einfach random aussehen und irgendwie sieht es trotzdem geil aus, finde ich. Aber das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Das kann jemand in die Kommentare schreiben. So, ansonsten können wir ja vielleicht sogar noch hier auf die Seite wie so eine Stütze bauen, sage ich mal. Hier einfach, was? Das sieht vielleicht auch ganz cool aus. Und dann bauen wir random einfach hier auch noch so ein paar Treppen rein. Zack. Ich würde eigentlich gerne die Erde hier noch ersetzen mit Stein. Genau. Ja, nice. Gefällt mir echt gut hier. Also ich finde
finde, unser kleines Haus hier sieht echt gut lang. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Esse ich jetzt erstmal hier noch unseren Fisch, unseren Kabeljau. Er hat uns ordentlich Essen gegeben. Und dann, ja, würde ich sagen, baue mich hier auf jeden Fall ganz kurz noch, ja, eine neue Spitzhacke. Und ja, dann geht's auf jeden Fall auch weiter mit der Höhentour, weil ich will hier echt eigentlich gern ein bisschen Kohle oder ein bisschen Eisen finden. Ja, Kohle! Oh mein Gott, einfach eins darunter war Kohle. Ey, sehr nice. Dann müssen wir nicht immer unser Holz benutzen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Ey, Kohle ist sehr wichtig, Leute. Kohle ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr geil. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns auch direkt weiter nach unten. Denn wenn wir Lol. Was geht denn jetzt ab? Tschüss. Digga, war ich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Gold. Einfach Gold, Leute. Aber Gold können wir mit Stein nicht abbauen, ne? Brauchen wir erst Eisen. Aber egal, hier ist nochmal Kohle. Kohle nehme ich auch nochmal mit. Kohle ist auch geil. Ist ja cool, dass hier so Wasser und so ist, aber auch halt Eisen. Weil, Leute, hier geht's noch weiter nach unten, so wie es aussieht. Boah, okay, krass. Ich hoffe mal einfach, dass uns jetzt hier keine Monster oder irgendwas begegnen, Leute. Da ist schon wieder Kohle auf jeden Fall. Warum ist hier so viel Kohle und kein Eisen? Erklärt das mal jemand. Warum ist hier Kohle? Warum ist hier Gold, aber kein Eisen? Da ist schon wieder Kohle. Ist überall Kohle, aber kein Eisen. Da ist Eisen. Oh mein Gott, endlich Eisen. Eisen, Leute. Endlich Eisen. Oh mein Gott. Digga. Junge. Und guck mal, wie tief es hier einfach noch... Ich glaube, hier ist jetzt, glaube ich, Ende, so wie es aussieht. Jetzt wieder Gold. Okay, hier ist zu Ende. Aber es scheint sehr, sehr viel Gold hier zu sein, auf jeden Fall in der Höhle. Das heißt, wir machen uns erstmal eine Eisenspitzhacke. Und dann gehen wir nochmal später hier rein und bauen das ganze Gold auf jeden Fall auch noch ab. Ansonsten Lapis ist da auch gerade, habe ich gesehen. Da oben sind Smaragde, lol. Und da ist nochmal Eisen. Okay, also es ist schon mal sehr gut, dass wir von unserem Haus direkt in eine Höhle reinkommen. Ansonsten ist einfach Gold mitten in einer Eisenmine oder in einem Eisenerz. Ist auch sehr, sehr lustig tatsächlich. Lol, habe ich es auch noch nicht gehabt. Okay, jetzt nochmal Eisen, sehr gut. Also Leute, wir kommen hier echt gut voran langsam. Also wir haben mit nichts angefangen, konnten nicht mehr Holz abbauen. Jetzt haben wir einfach schon Eisen. Das ist sehr nice, okay. Aber hier ist jetzt wirklich Ende. Okay, dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass ich einen Ausgang wieder finde. Und dann haben wir jetzt auch schon 12 Eisen. Das ist schon mal sehr nice. Ansonsten Smaragde haben wir auf jeden Fall auch noch. Das merke ich mir alles. Ansonsten hier ist auch noch Eisen, perfekt. So, sehr gut. Von da komme ich. Sehe gerade nach hier geht's auch noch. Hier ist auch noch Lapis, Redstone, Kohle und nochmal Eisen tatsächlich. Ansonsten Lava. Nochmal ganz viel Eisen. Redstone. Oh, hier ist schon einiges. Nehme ich mit. Okay, ansonsten hier ist halt überall ganz viel Gold noch, ne? Da oben ist nochmal ein Smaragd hier. Kohle. Gold. Ja, wie viel Gold hier eigentlich ist? Da ist schon wieder Gold. Hier ist gefühlt mehr Gold als Eisen. Das ist ganz komisch. Aber okay. Da ist nochmal Lapis. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben die, ja, die Höhle erstmal so grob erkundet. Ich mache jetzt erstmal Eisentours und dann gehen wir später nochmal hier rein, hätte ich gesagt. Weil jetzt mit einer Steinspitzhacke bringt jetzt das sowieso nichts. Deswegen, ne? So, wir müssten jetzt irgendwie von hier müsste ich irgendwie gekommen sein, theoretisch. Irgendwie von hier. Hier ist nochmal Eisen. Ja, und da müsste es aber irgendwie eigentlich mal langsam wieder nach oben gehen. Ja, da ist die Treppe. Sehr gut. Ne, hier ist doch keine Treppe. Da ist die Treppe. Oh, ich dachte schon, ich habe mich verlaufen, Leute. Oh mein Gott. So, hier an dem kleinen Fluss vorbei. Und dann, glaube ich, hier hoch, ne? Und hier oben kommen wir, glaube ich, oder? Ne, aber hier ist nochmal ganz viel Eisen. Von daher nehme ich gerne mit, bin ich der Meinung. Hier. Zack, zack, zack. Nehmen wir alles mit. So, alles schön abbauen. Okay, jetzt ist die Frage, von wo komme ich denn? Leute, von wo bin ich gekommen? Ich weiß gerade gar nicht. Von da oben? Nicht von hier oben gekommen. Ich glaube, ja, oder? Ich glaube, von hier müsste ich gekommen sein. Ne, hier ist nochmal überall Eis. Ich glaube, von hier bin ich doch nicht gekommen. Sonst hätte ich das Eisen mitgenommen. Also, ihr merkt, meine Orientierung ist nicht die beste, Leute, ne? Aber okay, das Eisen nimmt man nochmal mit, hätte ich gesagt. So, tiefer will ich eigentlich erstmal nicht gehen. Ich nehme mir noch die zwei Eisen mit und dann denke ich... Haben wir erstmal genug Eisen? Ja, 47 Eisen, Digga. 48, ja, das, da können wir uns eigentlich schon fast full Iron machen. Wenn wir das hier auch noch mitnehmen, also dann haben wir fast ein Stack Eisen. Das ist sehr, sehr krass. Digga, ich hätte das niemals gedacht. Wir haben mit nichts angefangen und haben jetzt gleich ein Stack Eisen einfach. Das ist sehr, sehr krass. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, weil ich habe nämlich auch fast keinen Trinken mehr. Also ich habe richtig krass Durst gerade. Digga, hier ist so viel Iron. Oh mein Gott. Bro, wie viel Iron ist hier? Es hört gar nicht mal auf hier in dieser Höhle. Holy moly. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich fast ein Stack. Ja, wir haben genau ein Stack Eisen. Oh mein Gott, wir haben genau ein Stack Eisen. Jetzt muss ich noch, jetzt muss ich nur noch irgendwie hier rausfinden, Leute. Tschüss. Chill. Ey. Hallo. Geh runter von mir. Digga, er sitzt einfach auf mir drauf. Tschüss. Oh mein Gott. Ich darf jetzt nicht sterben, Bro. Ey. Du darfst jetzt nicht sterben, Junge. Chill. Digga. Auf einmal saß die Fledermaus auf meinem Kopf drauf. Habt ihr das gesehen? Die wollte mein Gehirn aussaugen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach einen kurzen Cut. Ich suche
Kugels, dass ich aus der Höhle rauskomme und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe den Ausgang gefunden. Ich laufe jetzt gerade die Treppe hoch. Dann müssen wir ganz schnell schlafen, falls es dunkel sein sollte. Und dann, wir legen schnell schlafen. Und dann müssen wir unbedingt wieder was trinken. Und wir müssen auch neues Essen sammeln, aber solange braten wir erstmal unser Steak Eisen hier. Digga, wir haben einfach genau ein Steak Eisen. Das ist geisteskrank. Wir können uns einfach Full Iron machen. Aber bevor wir das machen, Digga, diese Fledermäuse machen mir echt Angst, ne? Aber jetzt erstmal schnell was trinken, weil ich habe echt mega Durst. Holy moly. Junge, Junge. Zack. So. Okay, Leute. Dann sage ich euch ganz ehrlich, ich würde tatsächlich auch die erste Folge an der Stelle hier beenden. Falls ihr noch Bock auf einen Teil 2 haben solltet, dann lasst einfach ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und kommentiert irgendwas Nettes. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.